Ich bin wieder da aus dem Krankenbett, aber ich will euch den Anblick nicht zumuten. Und von daher der 9. Spieltag ohne einen bewegten Radek, nur mit Stimme. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Ja, aber Chris, du kannst dich ja frei bewegen. Na gut, ich wollte ein bisschen solidarisch mit dir sein und freue mich, dass ich jetzt zumindest nicht alleine hier sitze, sondern ich mich mit dir unterhalten darf. Und zwar über den 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Da geht es auch am Freitag gleich los mit dem Spitzenspiel von unten, Mainz gegen den FC Köln. Wahnsinn, ja. Und nach dieser Champions League Pause muss man erst sich wieder ein bisschen orientieren. Ich muss zugeben, ich war die letzten Tage wirklich im Bett gelegen und von daher bin ich ein bisschen noch neben der Spur. Und du sagst es bereits, das Spiel von unten, Köln 15. gegen Mainz 17. Die Kölner haben ja jetzt endlich mal ein Spiel gewonnen, zumindest. Und ja. Die Mainzer, naja. Köln mit dem wichtigen Sieg gegen Paderborn, auch gleich ein 3-0. Davor schon gegen Schalke gepunktet, das muss man auch erstmal schaffen. Schalke hat da so die Tabellenspitze eigentlich verspielt. Hm. Und Mainz gegen Düsseldorf, eine 1-0-Niederlage, davor auch Paderborn geschlagen und davor zwei Niederlagen. Also die sind eigentlich gefühlt besser, als sie dann letztendlich in der Tabelle drinstehen. Und das Quotenverhältnis ist eigentlich dafür, dass Mainz Heimspiel hat, ganz schön ausgeglichen, oder? Ja, denkst du, es müsste mehr pro Mainz sein, aber es ist halt jetzt wirklich auch ein Spiel, bei dem könnte ich gleich mal zu Beginn ein Radex-Bett rausfeuern, die letzte Woche übrigens richtig war es. Eine von wenigen Tipps. Ja, das stimmt. Da hast du ich habe hier absolut keine Meinung dazu, außer ich würde sagen, das würde ein klassisches Unentschieden werden. Ich persönlich würde gerne eine Quote bei dem Spiel wissen, die mich anlächelt. Das könnte Asian Handicap 0 auf Mainz sein, also oder das klassische Draw No Bet. Ja, 1,86 kriegst du da, immerhin. Ja. Das ist jetzt so meine erste Idee, ehrlich gesagt. Ja, gut, da weißt du mehr als ich, aber wie gesagt, da würde ich das Unentschieden bevorzugen und wenn man jetzt wirklich keine richtige Begründung dafür hat, warum soll man da jetzt was riskieren? Paderborn gegen Düsseldorf. Hier die Paderborner leichter Favorit mit 2,4 zu Hause. Bei Friedhelm Funkel und seiner Mannschaft läuft es ja auch nicht so Bombe, bis auf dass sie jetzt halt anscheinend das letzte Spiel gegen Mainz gewonnen haben. Ja, Paderborn, bisher noch keinen Sieg in der Bundesliga. Ich meine, du sagst es, du hast jetzt ein bisschen gezögert, das ist auch zu Recht aus meiner Sicht. Normalerweise mit den Punkten nach 8 Spielen, 7 Punkte nach 8 Spielen, müsstest du ganz unten stehen. Doch die Teams in der Bundesliga sind alle dicht beieinander, sowohl oben an der Spitze als auch die schwachen Teams am Tabellenende. Also das ist eher enttäuschend. Paderborn erst mit einem Punkt, obwohl sie von den Aufsteigern gefühlt die besten Spiele geliefert haben. Zumindest haben sie die Erwartungen übertroffen. Das musst du mal schaffen, wenn du einen Punkt holst. Hier würde ich aus Wettsicht Finger von lassen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich denke aber und hoffe, dass Paderborn jetzt auch mal einen Dreier holt. Ja, also wenn jetzt nicht gegen Fortuna Düsseldorf, dann weiß ich auch nicht, wann die punkten sollen. Außerdem zu Hause haben sie ja sogar gegen Bayern 2 Tore geschossen. Mhm. Werfen wir noch einen Blick auf die Over-Under-Wetten vielleicht. Denn wie wir alle wissen, die Paderborner schießen gerne Tore auch vielleicht. Ja. Oder bei Spielen mit deren Beteiligung fallen zumindest oft Tore. Aber das ist ja ein absoluter Witz mit 1,4. Von daher, ja. Gönnen wir Paderborn einen Sieg, aber mei, auch keine großartige Meinung dazu. Bei Schalke gegen Dortmund, das wird ja ein Fest, oder? Ein Revierderby. Und die Heimmannschaft hier ist ja in der Tabelle wirklich
so nah dran an Dortmund wie seit vielen Derbys schon nicht mehr und hätte ja wirklich sogar die Tabellenführung in den letzten 3 Spieltagen wahrscheinlich mehrmals erobern können, aber sie haben es halt immer wieder nicht getan. Und Dortmund hat ja sich dann hier gegen Gladbach einen mühseligen 1:0-Sieg erkämpft und Mentalität vom Feinsten gezeigt. Während die Schalker ja gegen Hoffenheim gestrauchelt haben, gegen Köln 1:1 gespielt haben. Ja, und davor lief es halt bekanntlich besser. Und in den 2 Spielen haben sie eben beide Male die Chance auf die Tabellenführung vergeigt. Und von daher, ja, traust du ihnen hier gegen Dortmund was zu? Also vergeigt Tabellenführung ja, allerdings glaube ich, dass Hoffenheim sich jetzt nach dem schwachen Start berappelt hat. Also die Niederlage würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Das Unentschieden gegen kämpferische Kölner war ärgerlich, klar, aber das kann immer mal passieren in der Bundesliga. Dortmund mit einem extrem seelenlosen Auftritt gegen Inter Mailand. Ich habe mir das auch angeschaut, fand dann relativ spannend ein Interview danach von Marc Zummels, der gesagt hat, das war ihr Matchplan, also ein Unentschieden, lange 0-0 spielen. Für ihn war es ein klassisches 0-0 übrigens, das Spiel gegen Mailand, nur mit dem Unterschied, dass Inter Mailand mit 1-0 in Führung gegangen ist. Interessante Aussage auf jeden Fall. Mhm. Die letzten Partien von Dortmund sind für mich kein Grund, warum die hier Favorit sein sollten, müsste ich ganz ehrlich sagen. David Wagner übrigens hat ja bei dem BVB in der zweiten Mannschaft mal trainiert, das nur nebenbei. Also ich denke, dass hier der Name Dortmund ausschlaggebend ist. Die aktuelle Spielweise und Form spricht eher für den FC Schalke. Ja, Veto. Ich gebe dir recht bis zum Satz, dass gegen Dortmund spricht, aber ich finde auch Schalke überhaupt nicht überzeugend aus diesen letzten beiden Spielen. Ja, aber jetzt, pass auf, jetzt ist es Samstag, 15:30 Derby Time und deshalb ein klassisches Unentschieden. Mhm. Hört, hört, ja, damit kann ich mich wirklich auch anfreunden. Hätte jetzt, weiß nicht, grundsätzlich schon Dortmund natürlich immer eigentlich stärker eingeschätzt. Ja. Muss man ja auch eigentlich, aber du hast natürlich recht, dass man die Auftritte zuletzt, hat mir sehr gut gefallen, was du gesagt hast, seelenlos oder so. Und Schalke, ja, die müssen halt jetzt wieder zeigen, dass sie längerfristig da oben auch hingehören wollen oder hingehören. Denn in der Abwehr stark, wie unter Stevens einst, aber vorne sind die jetzt auch keine Macht. Und gegen Dortmund müssen sie halt hoffen, dass sie wenig Tore kassieren. Ansonsten, daher unentschieden kann ich mich schon damit anfreunden. Ja, aber ja, würde ich da auch jetzt nicht drauf. Ja, denke ich auch. Also das Doofe ist halt, Dortmund hat auch Verletzungspech und Favre ist halt dann nicht, glaube ich, irgendwie so der Trainer, der die komplett aufrüttelt und wird spannend sein, wie es in Dortmund jetzt in den nächsten Wochen von den Ergebnissen weitergeht. Relativ einig sehen wir doch bei dem Spiel, dass diese Wette unglaublich viel Value hat, auf Bayern München zu gehen, oder? Naja, ist halt die Frage. Die Bayern haben in letzter Zeit ja immer eigentlich das Handicap der Gegner bedient und gerade als wir eigentlich angefangen hätten, immer auf die Gegner mit Asian Handicap zu setzen, haben sie ja halt Tottenham blöderweise so hoch besiegt und seitdem denke ich halt, Bayern ist die beste Mannschaft der Welt und in der Bundesliga haben sie halt keinen Bock und von daher ist es halt echt extrem bitter, aber schauen wir uns gerne hier auch das Handicap von Union an. Oder überhaupt, wie viel Bayern mit Vorsprung gewinnen müsste. Mit 3 Toren Vorsprung ist nur ein halber Sieg quasi bei Bayern, dass eine 2,02er-Quote gibt. Und auf der anderen Seite, ja, Union, weil kannst du eigentlich unmöglich halt drauf setzen wieder mal. Auch wenn die Bayern in Augsburg natürlich nicht gewinnen konnten. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, dass, wenn du jetzt hier die Statistiken, die Handicaps drin hast, Union Berlin plus 4 Tore hat immer noch eine 1-2-6. Also, boah. Ja, 1-2-6. Ja, ist aber 4 Tore hier. Ne? Also, das ist schon eigentlich heftig. Plus 3 waren ja immer noch eine 1-7. Also, Union kann ja nichts anderes machen, als sich hinten reinstellen. Die Frage ist, reicht das, um gegen Lewandowski... Ja, allein der schießt ja 3 Tore. Mhm, ja, also für mich, ehrlich gesagt, ein Value-Bet für eine gute Kombi oder so auch.
eine 1-13, Bayern gegen Union, sowas dürfte es eigentlich noch nie gegeben haben. Aber insgesamt ist er nicht wettbar. Hm. Ja. Bin ja gespannt auch. Es ist ein sehr entscheidendes Wochenende für sowohl den Dortmunder als auch den Bayern-Trainer, wenn man so den Blätterwald zuletzt verfolgt hat. Denn Favre steht anscheinend unter Druck und Niko Kovac steht ja immer unter Druck. Und lass die mal beide nicht hier diese Spiele gewinnen. Da haben sie in München schon Leute für weniger rausgeschmissen und auch in Dortmund ist irgendwann die echte Liebe aufgebraucht. Ja. Und Lucien Favre ist, glaube ich, kein typischer Dortmund-Trainer. Wenn der Erfolg passt, dann die Verantwortlichen stehen, glaube ich, zu ihm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so der Klopphafte fehlt dem halt. Ganz genau. Ja, aber das ist bei Favre eigentlich bei jedem Verein so gewesen. Bei dem er war, hat am Anfang echt gut gearbeitet, hat aus schlechten Vereinen gute Vereine gemacht und dann sogar vorne in die Champions League geführt mit Hertha, die wir jetzt hier haben, hat er das ja geschafft und mit Gladbach dann natürlich auch und bei Dortmund natürlich, die hat er auch mit fast zur Meisterschaft geführt letztes Jahr und jetzt, ja, lässt er halt wieder nach und das ist halt beim Favre schon öfter so gewesen. Aber gut, das ist halt das schnelllebige Trainergeschäft. Hoffenheim hast du ja schon angesprochen, dass die jetzt sich gefangen haben. Können sie in Berlin gewinnen bei einer Quote von 3,45? Wäre das doch jetzt wirklich mal eine Wette wert, also zumindest auf Handicap vielleicht. Ja, das ist sehr gut, dass du es ansprichst. Also, Hoffenheim unglaublich schlecht gestartet, neuen Trainer, einiges an Personal verloren, Schreuder auch mit einer bisschen anderen Mentalität als Nagelsmann, ist ja auch klar. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt der Nagelsmann bei Hoffenheim gearbeitet hat, aber so langsam kommt auch der Schreuder da ins Laufen. Und ich denke, dass wir wieder so ein bisschen mehr das Hoffenheim der letzten Jahre sehen können. Hertha zwar mit einem wirklich bombenstarken Lauf, 4 Spiele in Folge nicht verloren und die Quoten stimmen aber nicht. Und für mich ist das hier mindestens auf Augenhöhe beide Teams. Und lass uns doch jetzt mal die Asian Handicaps bitte anschauen, ob da nicht unsere erste Wette hier versteckt ist. Ja, da bin ich guter Dinge. Man könnte hier mit zum Beispiel Asian Handicap plus 0,5 auf Hoffenheim eine 1,78 bekommen, dass Hoffenheim dieses Spiel nicht verliert. Und da kriegt ihr von uns 2 Daumen nach oben, weil ich ja immer positiv drauf bin. Ja. Oh, ich wollte hier eigentlich diese Wette auswählen. Oh, hier. Genau. Zum Coupon geaddet. Also, unsere erste Wette: Sieg oder Unentschieden auf Hoffenheim bei Hertha gegen Hoffe. Jo, da kann man schon mal hoffen. Dann Freiburg empfängt die Leipziger. In der Champions League gab es einen Sieg für RB, nachdem sie zur Pause hinten waren gegen Zenit. Du hast einige Wetten drauf platziert. Und Julian Nagelsmann danach in der Halbzeit einfach mal den Timo Werner in der Kabine gelassen hat, noch einen Außenstürmer gebracht hat und Hoffenheim auf einmal dann mit 4-3-3 gespielt hat und wirklich taktisch Zenit an die Wand gespielt hat. Das war auch wichtig für den deutschen Fußball, auch für die Gruppe. Da sind sie jetzt in der Champions League Erster. Ja. Nach der Hinrunde hätte man auch nicht gedacht. Und jetzt nach dem Unentschieden gegen Wolfsburg kann man mal machen, Unentschieden gegen Leverkusen kann man mal machen. Ja, ja, aber da möchte ich einhaken, weil ich habe zufälligerweise damals das Spiel Zenit gegen Lyon gesehen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe es mir reingezogen. Und da hat Zenit halt 90 Minuten echt grottig gespielt. Zenit ist weiß Gott kein gutes Team. Und deswegen darf man diesen Sieg auch nicht überbewerten. Vor allem, weil es ein Heimspiel war auch. Und die Spiele gegen Wolfsburg und Leverkusen waren jetzt auch nicht wirklich dominant, wie man an den Ergebnissen sieht. Natürlich müsste da in Freiburg jetzt gesetzt der Serie einfach mal wieder ein Sieg drin sein.
Ja. Weil die Freiburger ja auch von ihrem Höhenflug wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt sind, einigermaßen, stehen immer noch auf Platz 6. Also das ist eigentlich ein Spiel, da könnte einer von beiden auch Tabellenführer werden, wenn die gewinnen. Ja, schauen wir mal, ob es passiert. Ich denke halt, ich bin einer Meinung, was den Sieg gegen Petersburg angeht. Allerdings haben sie halt in der zweiten Halbzeit das Spiel umgedreht und von daher sollte man hier, du hast jetzt schon draufgeklickt, bei der Quote einfach die, Nein, habe ich nicht. Aber ich würd draufklicken, ich wollte jetzt nur noch warten. ja, die Wette mitnehmen. Also sehe ich ganz genauso. Die Qualität des Kaders viel größer. Sie müssen Gesetz der Serie wieder gewinnen. Freiburg ist hier, glaube ich, auch aufgrund der Tabellensituation überbewertet. Ja, die sind daheim schon gut und es ist immer schwer, in Freiburg zu spielen. Es Aber ist, klar, ja. also wir haben ja gesagt, die müssen das eigentlich gewinnen und dafür ist die Quote vielleicht Leipzig gut. Ja, und darum geht's. Ich glaube, wenn das Spiel unentschieden ausgeht oder sogar Freiburg gewinnt, das ist, glaube ich, für keinen Fußballfan eine Überraschung. Aber die Quote ist einfach gut genug, um zu sagen, die Leipziger machen das. Jo. Leverkusen gegen Bremen, auch Leverkusen mit 1,7 Favorit. Aber was ist denn Leverkusen bitte? Ja, Peter Bosch, Wir haben jetzt nicht auch ganz so vier erfolgreich, Spiele nicht ne? mehr gewonnen. Hauen die mal wieder einen raus? Ja, jetzt spielen sie halt gegen Werder. Die haben viermal in dieser Saison schon geführt und den Sieg nicht nach Hause gebracht, ansonsten wären sie Tabellenerster. Leverkusen mit der Doppelbelastung unter der Woche in der Champions League sich gut geschlagen, muss man ganz ehrlich sagen, gegen Atletico Madrid 1-0 verloren und vielleicht hätte es auch 0-0 oder 1-1 ausgehen können, aber am Ende ist nichts Zählbares rausgekommen. Allerdings hat der Bosch und Leverkusen gezeigt, dass sie auch in der Defensive gut stehen können. Gegen eine Mannschaft wie Werder wird das wahrscheinlich nicht die taktische Ausrichtung sein. Vom Gefühl ist das immer auch von den Toren dann relativ spannend, aber die Buchmacher wissen das natürlich ganz genauso. Ja. Das brauchst du eigentlich nicht auf über 3 Tore oder über 2,5 gehen bei der Wette. Eher schon interessant, was passiert, wenn wir auf Bremen plus Handicap setzen. Und da finde ich wiederum Bremen plus 1. Eine 1,88, ganz interessant, weil ich mich auch aus der Vergangenheit erinnere, dass Bremen ganz gut abschneidet in Leverkusen. Können wir gleich noch mal hier schauen, die letzten Duelle gegeneinander. Hoffentlich kommt das jetzt nicht als großer Bluff raus. Sorry, wollte dich jetzt auch nicht bloßstellen, vor allem. Nein, 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 nein. Bin selbstbewusst genug zu sagen, 3-1 habe ich es doch gewusst. Nur die letzte Saison, das Spiel zählt. Ja, genau. Naja, schwierig auch das zu bewerten, finde ich. Also klar, als Bremen-Sympathisant könnte man hier 1,88 mitnehmen für einen Double Chance. Also ja, hört sich sehr gut an. Aber ja. Weiß nicht, bin eher immer der Pro-Leverkusen-Tipper. Dann finden wir hier keine Wette zusammen. Jetzt sind wir schon beim Spiel Wolfsburg gegen Augsburg. Und hier haben wir Augsburg, die jetzt mit dem 2-2 gegen Bayern München, glaube ich, mehr erreicht haben, als sie selber erwartet hätten. Und die Wölfe sind immer noch das einzig ungeschlagene Team, wenn ich das jetzt richtig im Ja, Kopf habe. das ist Respekt richtig. dafür. Und die werden doch daheim gegen den FCA gewinnen, oder? Auch wenn wir prinzipiell immer ganz gern pro Augsburg unsere Ja, Wetten erstens platzieren. pro Augsburg und B gegen den Trend. Denn meinst du, Wolfsburg wird ewig bis ans Ende ihrer Tage ungeschlagen bleiben? Also das kann sich keiner vorstellen, das will auch keiner hoffen. Und von daher, gut, ist jetzt Augsburg nicht eine Mannschaft, die diese Serie unbedingt beenden muss. Aber so leicht wie eine 1,65er-Quote ist es vielleicht dann auch nicht, auch wenn Augsburg auch nicht weiß, wie sie das geschafft haben, dass sie gegen Bayern einen Punkt geholt haben. Aber die sind halt gegen Bayern immer, das ist immer was anderes. Es kann kein Maßstab sein. 5-1 haben sie in Gladbach verloren. Eben. 3-0 gegen Leverkusen, 1-1 immerhin in Freiburg. Aber ja, im Moment würde ich mich jetzt nicht von diesem 2-2 gegen Bayern blenden lassen. Andererseits, ja, nein, die Wölfe können halt auch nicht immer gewinnen, aber ich fürchte fast, hier werden sie es wieder tun. Ja, also die Wette würde ich auch tatsächlich platzieren. Auf den Wolfsburg-Sieg. Ja.
Ja, ist mir die Quote aber irgendwie zu schlecht. Also ich kann mir vorstellen, Wolfsburg gewinnt, aber ist die Quote einfach zu schlecht. Na gut, wenn wir uns dazu nicht einigen können, haben wir nur noch ein Spiel. Du hast anscheinend auch kein Pro-Argument mehr dafür. Gladbach gegen Frankfurt. Das hört sich gut an. Das könnte ein unterhaltsames Spielchen werden. Ja gut, auch wenn das 1-0 der Gladbach in Dortmund jetzt nicht unbedingt so war wie erwartet, aber das ist ja irgendwie oft, da denkst du, ja, da fallen Tore und dann fällt eins. Und hier hört sich ja irgendwie ähnlich an, denkt man, man könnte hier vielleicht auf Übertore setzen, aber das reizt mich eigentlich grundsätzlich eigentlich nicht in dem Spiel. Aber ich könnte mir auch hier einfach wieder ein 2-2 Unentschieden vorstellen. Bei der Viererquote, aber ist doch cool. Darf ich hier noch ganz kurz etwas anmerken? Also hier, Gladbach hat ein Heimspiel und unsere Frankfurter Kollegen, na, beide haben Doppelbelastung, ne? Naja, das habe ich jetzt ein bisschen übersehen. Hm. Beide spielen auch in der Euroleague, also es muss nicht unbedingt was heißen. Ja, aber das ist eigentlich für mich das beste Zeichen dafür, dass die sich dann in der Bundesliga einfach auf einen Nicht-Angriffspakt zum 1-1 oder 2-2. Das ist ein komischer Nicht-Angriffspakt, wenn viele Tore fallen, aber ich würde halt einfach von einem Unentschieden ausgehen und von daher ist das meine Radex-Bet des Tages mit einer 0,25 Einheiten, um eine Einheit zu gewinnen, wenn es denn so läuft. Braucht denn nicht ausflippen, nur weil letzte Woche die Unentschieden-Wette drin war. Von daher immer schön locker bleiben und durch die Hose atmen. Ja. Ich glaube, damit sind wir auch schon wieder durch bei dem Spieltag. Ich hoffe, beim 10. dann wieder emotional dabei mit einem beweglichen Radek. Danke, dass du trotzdem jetzt hier die Zeit genommen hast und quasi aus dem Krankenbett deine Stimme verlieren hast. Alles für die Bundesliga, sage ich. Ja, du sagst es. Dementsprechend, von mir gibt es dafür den Daumen nach oben. Euch draußen erfolgreiches Wochenende, Wetttipps in die Kommentare und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Bis dann. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an.